ein heißer Eiswurf. Ja, ich habe expandiert. Expandiert? Wie kann man sich sowas leisten? Ich habe ein bisschen unter dem Radar arbeiten. Aha. Wie läuft sowas? Ja, ein bisschen so. Hinterbeier nichts wissen. Ja. Franke nichts wissen. Also dann nichts wissen. Und Hinterbeier. Also, von mir erfahren Sie nichts. Nichts, gell? Hoffentlich. Aber, jetzt kommt's aber. Ich hoffe, du denkst an deinen Patrone. Ja, alle Fälle. Ich hab was super dabei. Ja, da bin ich gespannt. Ganzen Wagen. Aber wahrscheinlich bloß wieder Vanille, Schokolade und. Vanille, Schokolade, Erdbeer. Habe ich nichts dabei. Oh. Nur Pistazieneis. Ja, da schau ich her. Und ganze Auto voll. Ja. Magst du probieren? Probieren wir zusammen. Gehen wir rein und probieren wir. Dann probieren wir, machen wir gleich. Ja, weil so einen Wagen möchte ich auch haben. Dann machen wir probieren. So, jetzt probieren wir das Eis einmal etwas, oder? Ja, lass einmal probieren. Lass einmal probieren. Ob wir da ins Geschäft kommen müssen. Jetzt schauen wir mal. Oh, schau mal das an. Ein Traum. Danke erst einmal. Jetzt einmal. Ja, die kriegt auch was zum Probieren. Ja. So, ich auch. Ist er cremig. Und Evi muss wie immer als Kamerafrau warten. Ist er cremig, ist er Wahnsinn. Ja. Musst du probieren. Jetzt schauen wir mal. So. Gut. Also, probieren wir mal. Bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Ganz was anderes wie die Vanille, gell? Und die Schokolade und die Stracciatella. Ja, ich habe nicht mehr gewusst gehabt, dass du das so gerne magst. Wo ist nicht dabei gehabt? Ach, du warst zu klein. Du kannst damit der Zunge zerdrücken. Wie ein Eis, oder? Super. Nichts gesagt. Wir müssen bloß noch über den Preis reden nachher. Aber es bleibt mal zwischen uns, gell? Logisch. Weil der Franke da unten, der Don Francesco, der hat einen ganz anderen Preis. Und der Don Giuseppe braucht es auch nicht wissen. Nein, den muss ich auch nicht wissen. Da müssen wir schon ein bisschen zusammenhalten. Und sagt er, statt der Fahrer auch was vorbei. Gescheit ihm von dir. Ja. Mit der Kühltasche. Der weiß dann schon, was piffen ist. Du musst das so um 6 Uhr hinstellen, bevor er das Revier fährt. Und Inspektion. Ich vermute ja, der bringt das ins Labor, weil er Angst hat, dass du vergiften wirst. Aber das machen wir nicht. Wir wissen nicht, was für einer nachkommt. Ja, schon. Das bei in seiner ganzen Inkompetenz konnte er ruhig da hocken bleiben. Ja, da die auch so. Warum soll man den vergiften? Da waren wir ja dumm. Ja. Kommt vielleicht der Schlauer noch und dann. Ja, dann schauen wir. Im Ufer ins Gebirge. Aber wirklich. Aber normal darf er ja nichts nehmen als Beamter. Aber schreibst du da Karten dazu? Ich habe eh schon mal Fußglück der Freibier geschickt. Ja. Und er hat nicht gewusst, was er ist. Sahne drauf, aber die brauchst du gar nicht. Ja. Hast du den Eiswagen gekauft, ein Bar bezahlt oder hast du einen Leasingvertrag? Ja, ein Bar bezahlt. Okay. Ja, sofort. Anderer Name natürlich. Ja. Ja, du musst ein bisschen unter dem Radar arbeiten, sonst kommst du nichts. Logisch. Die anderen dann sind Taschen voll machen. Ja. Du, die anderen fliegen für eine halbe Million. Zu EM spiele. Ja. Das ist nicht gelesen. Nein. Halbe Million hat das gekostet. Da unsere. Ja. Die muss uns halt was zum Sagen haben. Ich nehme noch eine Kugel, gell? Ja, nimm.
Ich will eine Entscheidung von dir heute. Nimmst du was oder nimmst du nichts? Ist schon gefallen. Ist schon gefallen, oder? Wenn wir uns noch einig werden, dass es ein bisschen billiger ist, wie das, was ich über Don Giovanni bezirke. Ja, schon billiger, aber viel kannst du da nicht mehr machen. Ja, ein bisschen was geht. Ja. Gabi, die habe ich auch noch was nicht. So, es wird noch eine halbe getrunken, aber alkoholfrei. Muss ich den Eiswurm sicher heimbringen. Gell? Beweisfoto. Prost. Auf euch. Oh, schick kalt. Don Helmuda, dann machen wir das so, wie es besprochen war. So wie es besprochen war, machen wir das. Nur zu dem Preis, den wir ausgemacht haben. Ausgemacht, und die anderen brauchen nichts wissen. Nein. Preis gut. Ciao. Ciao. Servus.